Wir befinden uns hier in einem paradiesischen Garten mit Parkplatz, irgendwo in Berlin. Und das ist meine Bandkollegin und Herzensfreundin Desiree Kleukens, die uns jetzt zufällig ausgewählte, blind gefundene 7 Zeilen aus dem Buch Materialermüdung vorlesen wird. Darf ich jetzt? Ja, ja, ja. Endlich! Ich bin fassungslos, sagte sie. Ja, wenn meine Leute eine Meinung haben, die nicht deine ist, dann bist du fassungslos. Ich wusste gar nicht, dass man mit der Prostata Kinder macht, sagte Rachel. Gisela atmete schwer und schwieg. Moses wandte sich ab, ging aus dem Wohnzimmer in den dunklen Flur, nahm seinen Schlüssel von der... Das war's.